Hallo Freunde! So, heute gibt es wieder ein Baby Buys und ja, ich zeige euch, was Elena wieder geschenkt bekommen hat. Ein paar Sachen hatte ich letztes Mal vergessen und ja, ich habe mir wieder so eine Kleinigkeit gekauft, das eine oder andere. Und ja, fangen wir mal an. Elenas Oma hat ihr dieses T-Shirt geschenkt im Urlaub. Die waren in Italien. Passend dazu gibt es diese Jogginghose mit Kätzchen. Nein, ohne Kätzchen. Und diesen, ja, Zipper mit Kätzchen und Glitzersteine. Hat hier im Kragen, diese Streifen. Passt alles zusammen, ist wie so ein Sportjogger-Outfit. Erst ab einem Jahr. Also, den wird sie dann nächstes Jahr tragen können. Dann habe ich noch ein paar Socken gekauft. Für Elena natürlich. Ja, ich bin super schwach geworden. Da die Socken einfach so süß sind. Von Kick gibt es die. Das sind einmal grün, gelb und so türkis. Die in der Mitte haben Kirschen drauf. Und die hier rechts hat, ja, die in grün gestreiften gibt. Was ist das? Das ist eine große Kirsche. Und hier sind kleine Herzchen drauf. Die sind ab wann? Ab. Ab 6 Monate. Von Kick. Ja, Preis habt ihr vielleicht schon gesehen. Gar nicht so teuer. So, und dann ebenfalls von Kick habe ich diese hier gefunden. Oh mein Gott, die musste ich unbedingt haben. Die haben kleine Cupcakes drauf. Ja, muss sein, ne? Mädchen und Cupcakes. Und dann noch welche, die so blau und weiß sind mit Schleifchen am Bund. Die sind auch so goldig. Diese Hello Kitty Socken hat sie geschenkt gekriegt von ihrer Tante. Hello Kitty. Jedes Mädchen muss einmal Hello Kitty haben. Und es darf sie dann entscheiden, ob sie es mag oder nicht. Dann von C&A haben wir diesen Body. Der ist nur grau mit lilanen Punkten. Und hat da oben so eine schöne Schleife. Habe ich online gekauft. Ich glaube, da war so ein Angebot. Bin mir leider nicht mehr sicher. Auf jeden Fall C&A Webseite, check it out. Sie haben immer wieder so ein Sale. Dann habe ich von C&A noch diesen Dreiteiler. Das ist so eine Jeans, ein Pulli und ein T-Shirt oder ist das Langarm? Ein Langarm-Shirt. Alles drei zusammen für ungefähr 30 Euro. Ja, wollte ich unbedingt haben, weil es einfach in ihr Kleiderschrank gehört. Das hat hier drin einen süßen türkisenen Bund und da steht Sweet Look drin. Hinten an den Taschen sind ebenfalls so türkisene Stickereien und eine süße Jeans halt. Und das Oberteil, was dazu passt, ist hier drin so ein Langarm-Shirt mit lauter bunten Sternen. Und darüber diesen Pulli oder Cardigan in grau und pink gestreift und hat so ein klein bisschen Glitzer hier vorne, wo die Knöpfe sind. Dann gibt es hier einen Babyladen, der verkauft verschiedene Marken und da habe ich ihr für den Winter 2 Strampler gekauft von der Marke Name It. Steht zwar Newborn drauf, aber bis dahin wird sie 4 bis 6 Monate alt sein. Newborn, Baby, das gleiche. Einmal hier in lila und dunkellila
mit so Blumenmuster drauf. Ganz simpel, aber auch trotzdem süß. Den zweiten Body habe ich auch von der Marke Name It, von diesem Babyladen. Und der ist einfach süß. Der hat überall Herzchen drauf in so dunkelpink und so eine pastellbeige Farbe. Dann habe ich noch gekauft von H&M. Ich habe leider schon den Dingsbums weggemacht, da ich die waschen wollte und gleich benutzen wollte. Solche Lätzchen mit einem Bärchen drauf. Ganz normale Farbe, also so eine Cremefarbe. Da kriegt man 2 Stück für ca. 4 Euro. Einmal in gestreift, beige und ja, khaki, würde ich mal sagen. Und einmal beige mit Bärchen. Dann von ihrer Oma hat sie ein Kleidchen bekommen im, ja, Größe 74. Wird noch eine Weile dauern, bis sie das tragen kann. Aber hier schon mal dieses Neon-Orange, orangene Kleidchen. Oder Oberteil, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist ein Kleid. Da steht, my bags are so pretty, same as me. Von der Firma oder Marke Staccato. Staccato? Staccato. So, von ihrem Onkel hat sie auch was bekommen, als der im Urlaub war. Er war ebenfalls in Italien. Und ja, er und seine Familie haben dieses Kleidchen ausgesucht für Elena. Weiß mit vielen bunten Schmetterlingen und mit so, ja, was sind das, so Glitzerdinger. Sweet steht da, Neon Orange oder nur Orange. Also ganz viele Farben, sehr fröhlich. Passt zum Frühling, weil den wird sie erst wieder nächsten Frühling tragen können, da es ab einem Jahr ist. Passend dazu kommen diese Hosen. Das sind ganz normale Leggings, glaube ich. Ganz normale Leggings. Ja. Super fröhlich und frühlingshaft. So, wer sich beim Pampers angemeldet hat mit seinem Kind oder Kindern, da kann man eben den Namen, Geburtstag und alle möglichen Daten vom Kind angeben, von der Geburt. Und da kriegt man so ein T-Shirt zugeschickt und das habe ich diese Woche bekommen. Ihr Name, Geburtsdatum, Größe, Gewicht etc. steht da alles dabei. Kriegt man von Pampers zugeschickt. Richtig süße, süße kleine Aufmerksamkeit. Lohnt sich auf jeden Fall. Okay, dann hat sie von ihrer Tante ein Armband zum Selbstgestalten geschenkt bekommen. Von die Spielburg. Ah, Prinzessin Lilifee ist das. Okay. So ein Armband und da kommen so kleine Schmuckstücke, die man selber dran machen kann und eben nach Lust und Laune gestalten kann. Ist allerdings erst ab 3 Jahre alt, also wird sie das erst viel, viel später benutzen. Aber dass sie schon mal was hat. Ein Schmuckstück, ein trendiges. Dann hat sie noch diese Rassel geschenkt bekommen von ihrer Oma, weil sie jetzt gerne Rasseln zuhört oder gerne nach Sachen greift. Also ist das eine gute Übung zum Greifen. Und dann war ich wieder im DM und habe mal diese feuchte Waschlappen von Baby Love geholt. So, ich weiß zwar nicht, wie die sind, habe die noch nie ausprobiert, aber dachte, die wären nicht schlecht, da ich sie jeden Morgen einmal nass abwische komplett. Und da wären diese feuchte Waschlappen nicht schlecht. Ich benutze zwar immer eine Schüssel warmes Wasser und ein Tuch. Aber ja, gucken wir mal. Das ist auch gut im Sommer,
Wenn es zwischendurch heiß ist und sie braucht mal eine kurze Abkühlung, dann nehme ich gerne so ein feuchtes Tuch und wische ihr einmal über den Kopf und ja, damit sie erfrischt ist. Und ich glaube, diese Waschlappen tun es auch. Gucken wir mal, wenn sie uns gefallen, dann werden wir sie weiterhin kaufen. Ewig gesucht und endlich gefunden. Diese von Nook Hygienetücher, die sind zum Reinigen von Schnullern, Babynippel oder ja, Beißringe, falls einem runterfallen. Ich finde die sehr selten hier, diese Wipes speziell für Schnuller oder Wickeltische zum Abwischen, also so Hygienetücher, die aber auch babyfreundlich sind. Also nicht diese antibakterielle, ich töte alles Tücher. Diese kann man eben benutzen, um die Schnuller abzuwischen oder Spielzeuge, die sie eben in den Mund nimmt und das ist ungefährlich. Das ist auf naturbasierte Wirkstoffe und ja, also alle Inhaltsstoffe sind auf natürliche Basis. Habe ich ebenfalls gekauft, zum Glück auch so früh, von Nip. Ich habe es schon aus der Verpackung genommen, da ich es schon benutzt habe, diesen Beißring mit verschiedenen, ja, Oberflächen und Strukturen, um eben diesen Abrieb des Zahnfleisches helfen soll, mit einer Kühlflüssigkeit drin. Ist ganz praktisch, weil die haben so kleinere Elemente und größere Elemente. Zurzeit kann sie nur die kleinere im Mund nehmen, da sie ja noch ein winziges Baby ist. Aber man merkt schon, bei ihr stört irgendwas im Mund. Sie nimmt ständig die ganze Faust in den Mund, reibt es so hin und her und sabbert viel. Also sobald sie das im Mund hat, ist sie gleich beruhigt. Da denke ich mal, dass sie langsam anfängt mit dem Zahnen. Dann hatte ich noch gekauft diesen Massaging Brush von Mom. Ab 3 Monate habe ich noch nicht benutzt, aber ich werde es wahrscheinlich bald benutzen müssen. Das ist einfach nur so eine Bürste. Ich glaube, das gleiche gibt es von Nook. Das hilft ebenfalls mit dem Zahnen. Ja. Ich glaube, das wird sie aber noch nicht selber halten können oder in den Mund halten können. Daher werden wir es noch nicht benutzen. Vielleicht, wenn sie besser greifen kann. So, dann haben wir was für Elenas Freundin gekauft, die Melina. Sie ist ebenfalls Ja, sie ist ein bisschen älter wie Elena, aber nur ein bisschen. Und da haben wir ihr so ein Sparbüchschen geholt in Stuttgart. Das hatte ich letztes Mal vergessen zu zeigen. Da sie Melina heißt, heißt die Sparbüchse Melinasaurus. Ganz süße, süße Idee. Haben wir von MyToys. Kann ich nur empfehlen, wer das als, ja, wer ein Geschenk braucht für ein Baby. Da sind Sparbüchse immer gut und vor allem so ein, ja, custom made, so gesehen, mit eigenem Namen, ist es eine gute, schöne, süße Idee. Ebenfalls für die Melina haben wir diesen Pulli oder diesen Cardigan in Creme von H&M. Eine ganz normale, schlichte Farbe. Und ja, wir denken mal, dass es ziemlich neutral ist. Das kann sie zu allem tragen. Vor allem wird es bald wieder kälter. Und da wird es ganz nützlich sein. Und ich weiß, dass es zum Anfang an oder nützlich ist und vielleicht auch schmerzfrei ist. Dann ist es so, dann weiß ich nie, ja, was die Mutter gehen anziehen würde. Oder wenn ich es zu gesagt ist. Und wenn ich es so extra anstecken und ja, so viel nicht gerne anstecken. Und irgendwie, das kann nicht, das funky ist. Und sie gucken, also sie kann das eben auch wissen. Ich glaube jetzt zu viel. Von DM habe ich mir 2 Lippenstifte gekauft. Von L'Oreal Paris. Das ist die neue, oh, wie heißt die jetzt? Kusse. Hohoho, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es eine in der Farbe 303 Coral and Floral. Das ist diese Farbe, die ich übrigens gerade trage. Sieht ein bisschen komisch aus, weil beim ersten Mal verwenden, ja, sieht ein bisschen komisch aus halt. Ne? Und in der Mitte ist so ein pflegendes,
Ja, wie gesagt, pflegendes etwas. Dann die zweite Farbe ist 505 Creamy and Lacy. Ist eine etwas dunklere Nude-Farbe. Passt vielleicht eher zu mir wie dieses Coral. Das habe ich noch nicht verwendet. Das wird man jetzt auch sehen. Und da sieht man auch ganz gut diese Pflegebalsam etwas in der Mitte. Also es pflegt und färbt und fühlt sich einfach gut an auf den Lippen. So Leute, danke fürs Zuschauen. Bitte liked das Video unten und abonniert mich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay. Tschüss, dann war ich wieder im H&M. Dann die sind naturbasierte Werkstoffe. Das ist auf Naturbasierte. Da kann man eben. Aui. Au, au, au. Warm im Winter. Die gerade reduziert sind. Katze, was machst du da? Sayuri. Katze. Oh, und weg. Katze! Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Du kommst mit mir heim heute, ne?